Die österreichische Lebensmittelkontrolle ist ein Zusammenwirken von verschiedenen Behörden auf der Ebene des Bundes und den Bundesländern, die für die Kontrolle verantwortlich zeichnen, mit der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, wo sehr viele Experten die Proben, die gezogen werden, beurteilen und vor allem mit den Unternehmern in Österreich, die aufgrund des Lebensmittelrechts verpflichtet sind, durch Eigenkontrollen ihren Beitrag zur Sicherheit der Lebensmittel zu leisten. Die AGES analysiert Lebensmittel vom Acker bis zum Teller entlang der gesamten Ernährungskette. Die AGES bewertet dann die Analysen und stellt die Informationen dann zur Verfügung, um wichtige Akzente für die Lebensmittelsicherheit in Österreich setzen zu können. Nachdem die Lebensmittelsicherheit in der Europäischen Union einen gemeinsamen Rechtsrahmen hat, müssen sich alle Behörden in den verschiedenen Mitgliedstaaten daran halten. Und so ist davon auszugehen, dass das Gesundheitsniveau und das Sicherheitsniveau bei den Lebensmitteln aus der Europäischen Union das gleiche ist. Wenn wir jetzt über Lebensmittel sprechen, die außerhalb der Europäischen Union produziert worden sind, muss man festhalten, dass es hier ebenfalls gemeinsame Vorschriften gibt, die zu berücksichtigen sind bei der Einfuhr von Lebensmitteln. Das bedeutet, an Häfen, Flughäfen, wo große Mengen an Lebensmitteln aus Ländern, die nicht zur Europäischen Union anlanden, werden diese entsprechend nach Probenplänen beprobt und somit auch die Lebensmittelsicherheit gewährleistet.